Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder ums Thema Minimalismus. Viele haben mir geschrieben, sie wollen auch einfach mal den Prozess sehen, wenn ich aussortiere oder ausmische und nicht immer nur, wie es danach aussieht, sondern auch, wie es davor aussah und was im Endeffekt weggekommen ist. Und in dem Video werde ich auf jeden Fall meinen kompletten Schrank mit meinen ganzen Kamerastuff, generell meine Elektronik-Sachen und ausmischen, das ganze Zubehör, was Stativ und sowas angeht. Und habe euch da einfach ein bisschen bei dem Prozess mitgenommen. Ich hoffe, euch interessieren solche Videos. Wenn nicht, dann sorry. Wenn doch, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Let's go! So, ich starte jetzt erstmal mit dem Schrank hier unten. Und zwar ist das so mein Schrank mit dem ganzen Kamera-Stuff und so Zeug. Oder generell so Elektrozeug. Hier ist auch mein Kamerarucksack mit Kamerazeug drin. Hier ein Kabelsalat, wirklich mein Nintendo, den ich vor 2 oder 3 Tagen aus einem richtig random Schrank rausgezogen habe, wo ich nicht mal wusste, dass er da drin ist. Und ihn jetzt einfach auch nur hier reingeschmissen habe. Hier ist noch so Kabelzeug drin. Mein Stativ und mein Zeug von meiner Softbox hier unten. Noch irgendwie Bücher da hinten. Also ich mache mich jetzt erstmal in den Schrank hier. Ich habe jetzt mal alles hier um mich rum in verschiedene Haufen aufgeteilt. Und ich zeige euch das jetzt gleich mal. Also einmal mein alter Laptop. Bei dem muss ich schauen, was ich mit dem mache. Dann habe ich hier einen Stapel beim ganzen Kamerazeug. Also einmal mein Kamerarucksack mit meinem ganzen Zeug drin, mein Mikro und sowas. Dann habe ich hier so eine mittlere Kameratasche. Hier habe ich eine kleine Kameratasche, meine Verpackung noch. Hier habe ich ein großes Stativ, ein kleines Stativ. Dann meine Stativhülle und für meine Softbox, die gerade anders steht. Dann habe ich hier meine Polaroid-Kamera plus Filme und noch die 3 Verpackungen. Keine Ahnung, was man mit sowas macht. Hebt man sowas auf? I don't know. Kabelkrusch. Hier habe ich so ein Stift, mit dem ich dann mal meine ganzen Sticker gezeichnet habe. I don't know. Hier habe ich Festplatte plus USB-Sticks, die ich eigentlich auch woanders habe. Hier die Verpackung und dann noch die Box von meiner Sonos-Box. Wow. Hier ist noch von meiner meine Softbox, das muss ich hier mit dazu. Diese Abdeckung, dass die Lampe nicht so grell ist, I don't know. Dann habe ich hier noch einen Karton gehabt mit so Zeug drin. Ich muss mal gucken. Was ist das? Irgendeine Hülle? Was ist das? Ja, und noch meine, oh mein Gott, meine Kamera, wo ich als kleines Kind bekommen habe. Lieb's. Und ja, noch so Kabelkrusch, hier noch andere Kameragurte, I don't know. Muss ich auch mal alles sortieren. All the good times just begun. We know what we have, let's hold. Jetzt erstmal diese Kiste aussortiert, die da noch in dem Schrank drin war. Und zwar habe ich euch ja ganz kurz schon gezeigt, meine erste Kamera. Das ist jetzt mal so mein Vielleicht, weil ich weiß nicht, ich kann mich von der nicht trennen. Das war meine erste Kamera. Die Qualität ist zwar richtig Müll und man kann mit der auch nichts mehr anfangen eigentlich, aber das war meine erste Kamera. Dann das hier ist ein USB-Stick. Ich finde den halt ultra cool. Den habe ich damals bekommen, weil ich liebe Bullies einfach über alles. Aber der geht nicht mehr. Also immer wenn man den in den Laptop reinsteckt, dann geht es hier mit rein. Also man kann den nicht mehr richtig reinmachen. Und diese kleine Maus ist eigentlich perfekt, weil das so eine Bluetooth-Maus ist eigentlich zum Mitnehmen, vor allem weil die echt richtig schön klein ist, aber die bleibt nicht mehr zu, also die geht irgendwie auch immer auf, was richtig dumm ist, aber man könnte die theoretisch schon noch benutzen. Ich muss mal gucken. Das ist Müll und das muss ich schauen, ob ich das verkaufen kann oder keine Ahnung. So, das sind so kleine Linsen, die man auf die Handykamera draufklipsen kann. Da frage ich meinen Bruder, ob der das haben möchte, weil ich benutze das nicht mehr mit so Fischauge und sowas. Hier so eine kleine Box, die ich aber auch nicht mehr benutze. Und noch so wie so ein Tischding-Album, wo man so Polaroids reinmachen kann. Das kann man so hinstellen. Würde ich dann auch wegtun, weil das stelle ich irgendwie doch nicht auf. So, dann mal zu der nächsten Ecke. Und zwar Festplatte plus 2 USB-Sticks. Werde ich offensichtlich beides behalten. Ein USB-Stick, da ist glaube ich gar nicht drauf. Ich glaube, der ist leer. Und bei dem muss ich mal schauen, ob da was drauf ist. Dann hier so Kabelzeug. Das ist wie so ein Adapter, wo man einfach mehrere USB reinstecken kann, was richtig nice ist. Beziehungsweise habe ich hier auch noch einen Stecker auf meinem anderen Samsung-Handy, weil diese Powerbanks alle Samsung-Stecker haben. Und hier auch noch 2, falls ich 3 einstecken möchte. Bei den 3 Sachen werde ich auch erstmal behalten, weil man weiß hier nie. Weil noch ist auf allem Garantie drauf. Deswegen werde ich auch die Boxen erstmal behalten. Dann zu meiner Instax. Ist wie gesagt einfach nur die Kamera mit der Hülle. Und dann hatte ich hier noch
so einen Riesenpack mal gekauft mit Filmen und da waren jetzt nur noch 2 Packungen drin. War jetzt tatsächlich der Film, der da noch drin war, war tatsächlich leer, deswegen habe ich den gleich mal ausgetauscht. Deswegen kommen die Sachen in den Müll, genauso wie die Verpackung, weil den letzten werde ich irgendwie anders aufbewahren und dann habe ich auch nur noch das, was meine Instax angeht. Und jetzt komme ich, wie gesagt, einfach zu dem Kamerastuff, was sehr viel ist. Einmal hier alles, was in den ganzen Taschen drin war. Einmal habe ich hier so, ja, Kameragurte, das gehört da irgendwie auch dazu. Ich weiß auch nicht genau, ob ich das noch, für was man das braucht. I don't know. Das ist so ein Täschchen, wo ich meine Kabel dann immer rein tue. Passend zu meiner Laptop-Hülle. Dann die Taschen für Stativ und Softbox. Habe ich euch ja gerade vorhin schon gesagt. Das ist Stativ plus Softbox und kleines Stativ. Meine Kamera plus Ladekabel werde ich ja safe auch behalten. Das ist auch gar kein Thema. Dann habe ich hier, sieht man jetzt total schlecht, aber hier habe ich einfach meine 2 Objektive. Ein Tele und eine Festbrennweite. Dann habe ich hier einen externen Blitz. Dann habe ich hier mein Mikro plus noch ein Kabel, wenn ich es mit dem Handy verbinde. Was diese Stapel angeht, die Selbstauslöser werde ich beide behalten, weil die einfach so klein sind und ich Angst habe, dass ich da mal einen verliere und das wäre jetzt dumm, das wegzutun. Das allerdings werde ich wegtun. Bei den USB-Sticks genauso wie bei den anderen, beziehungsweise SD-Karten, werde ich mal schauen, ob da noch was drauf ist. Wenn nötig, werde ich sie leeren. Und wenn nicht, dann habe ich auf jeden Fall eigentlich einen anderen Platz für die. Die beiden Sachen werde ich auch behalten. Ist einfach ganz praktisch, wenn man wirklich mal fotografieren geht, dass man das einfach nochmal so kleinen Spickzettel einfach mit, wenn man nicht mit Automatik fotografiert, einfach nochmal in der Tasche hat. Die Linsen werde ich alle behalten, weil das, wenn, dann würde es Sinn machen, alle wegzugeben, aber das möchte ich nicht. Deswegen werde ich jetzt einfach alle behalten, auch wenn ich für ein paar gar kein Objektiv habe, weil einzeln die zu verkaufen macht gar keinen Sinn. Und das Kabel weiß ich jetzt auch, was es war. Das war für meinen Laptop, damit ich meinen Laptop auch übers LAN-Kabel mit meinem Internet verbinden kann. Und da braucht man ja auch einen extra Adapter bei dem MacBook mittlerweile. Ja, und wie schon befürchtet, bei dem anderen Kamerazeug wird nichts wegkommen, weil ich das einfach so ausgewählt auch schon gekauft habe. So, ich habe das jetzt mal alles hier um mich rumliegen und ich werde euch jetzt mal zeigen, was die einzelnen Haufen bedeuten. Das hier ist alles, was ich behalten werde. Das hier ist Müll. Das werde ich nachher auf jeden Fall ins Altpapier bringen, beziehungsweise den Restmüll. Dann werde ich hier mal schauen, was ich damit mache, ob ich das verkaufen kann, ob ich meine Brüder frage, ob die es haben wollen oder ob ich es Freunden gebe, keine Ahnung. Was die Vielleichtkiste angeht, ich werde auch diese Kamera erstmal behalten, einfach aus Erinnerungsgründen. Ich liebe die einfach. Die Maus werde ich weggeben, weil ich bei meinem MacBook einfach keine brauche. Also ich komme da perfekt mit dem Touchpad klar. Und den USB-Stick werde ich leider auch wegtun. Das bricht mir das Herz, weil das mein erster USB-Stick war, aber er funktioniert einfach nicht mehr und deswegen, was will ich mit einem USB-Stick, der einfach nicht funktioniert? Das macht keinen Sinn. Genau, und die anderen Sachen bleiben da. Es ist halt sehr, sehr viel Kamerazeug, aber das ist halt auch das, was ich gefühlt mein ganzes Leben mache. Also habe ich da einfach auch viel davon und kann mich da auch von nichts trennen. So, ich habe jetzt erstmal alle die Kamerasachen in diesen Kamerarucksack, weil dann kann man die einfach hier gut aufbewahren und kann die dann da rausnehmen, wenn ich das nur in kleineren Mengen mitnehmen sozusagen. Und wenn nicht, habe ich alles schon hier sauber drin, habe das jetzt auch alles neu hier geordnet. Man kann die auch hier rausmachen, das ist einfach nur mit Klettverschluss. Und dann kann man sich die einfach passend dahin machen, was mega, mega cool ist. Und dann passt das da alles perfekt rein. Hier oben habe ich meine Speicherkarten und USB-Sticks. Die habe ich immer hier drin bei meiner Kamera und meine Linsen sind hier drin. Damit ist mein ganzes Kamerazeug hier drin. Also was ich jetzt noch schlau sortieren muss, sage ich mal, sind die Kamerataschen. Das hier, mein Mäppchen, wo ich mein Ladekabel vom Laptop immer rein tue und ein paar USB-Sticks. Meine Instax, ich denke mal, dass ich die irgendwo hinstellen werde, weil ich benutze die an sich so wenig, weil ich die nie sehe. Und deswegen werde ich die wahrscheinlich auf meinen Schreibtisch oder so stellen, auch zu meinem, ich habe so ein kleines Körbchen, wo ich meine ganzen Polaroids immer reinlege. Und wahrscheinlich werde ich die einfach nebenhin stellen, dass ich auch immer dran denke, Polaroids zu machen. Ich glaube, jeder kennt das Phänomen, wenn man so eine hat, dass man sie doch selten benutzt. Weil man dann doch die Filme nicht verbrauchen möchte, aber im Endeffekt ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Und dann habe ich noch so ein bisschen so Kabelkruscht einmal von meiner Powerbank auf meinem Laptop. Ich denke mal, dass ich das einfach in diese Kiste reinmache, die kann ich dann auch sauber reinstellen, also mein Laptop-Zeug einfach hier reinmache und dann ist das eigentlich auch ordentlich. Das mache ich jetzt noch schnell, dann zeige ich euch das Endergebnis von dem Schrank. Ich blende euch jetzt noch mal ganz kurz das Vorher ein. Und jetzt das Nachher. Ich glaube, man sieht halt nicht mal so einen Riesenunterschied, aber ich bin eigentlich ganz happy damit, weil ich halt auch weiß, was wirklich drin ist.
Beziehungsweise ihr habt es jetzt auch gesehen, aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier meinen Kamerarucksack, den ich aber auch immer offen habe, dass wenn ich meine Sachen hier rausholen möchte, dass ich die auch einfach hier rausholen kann. In der Kiste habe ich jetzt noch so Kabel und so Sachen vom Laptop, werde ich hier aber auch noch beschriften. Und meine Polaroid habe ich jetzt mal hier oben reingestellt, aber die werde ich wahrscheinlich, wie gesagt, eher auf meinen Schreibtisch stellen. Hier habe ich euch ja gerade vorhin schon gezeigt, meine Stative und meine Softbox wird da auch noch reingelegt. Und hier meine ganzen Originalverpackungen sind hier drin und meine zwei Kamerataschen. Also alles in allem auf jeden Fall richtig schön ordentlich. Ich liebe das Endergebnis. Ich liebe generell das immer dann so zu sehen und einfach mal wieder einen Überblick zu haben, was hat man eigentlich alles in seinem Schrank drin. Wie gesagt, ich wusste teilweise selber nicht mehr ganz, was in den Kartons und in den ganzen Boxen drin war. Obwohl ich schon ein Mensch bin, ich sortiere recht oft aus und mische sehr oft aus. Und trotzdem findet man immer wieder Sachen, wo man nicht wusste, dass sie da sind. Ich will nicht mal wenig Sachen haben, aber ich will einfach wissen, was ich habe und wo ich was habe. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt und ob ihr sowas öfter sehen wollt. Zeigt doch mit einem Daumen nach oben und ja. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.